Rosalie steckt bei Sturm der Liebe in einer Zwickmühle. Noch immer hat sie Schulden bei Christoph. Diese möchte sie begleichen. Doch ihr kommt Michael zuvor. Als er davon erfährt, dass seine Freundin Schulden hat, möchte er aushelfen. Da Rosalie davon nicht begeistert ist, kommt es zwischen ihnen zum Streit. Kurze Zeit später lässt sie sich von Christoph zu einer Whisky-Verkostung überreden. Beim gemeinsamen Trinken führt eines zum anderen und es kommt zu einem Kuss. Nachdem Hannes und Maja von einem Professor erfahren haben, der an einem Medikament gegen Florians Krankheit geforscht hat, versuchen sie, den Professor so schnell wie möglich ausfindig zu machen. Als sie ihn schließlich gefunden haben, macht er ihnen klar, dass er seine Forschungsarbeit nicht weiterführen möchte. Wie Maja und Co. darauf reagieren, erfahrt ihr am Freitag bei Sturm der Liebe um 15:10 Uhr in der ARD.